สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่มาใช้เวลาในคำสอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นลูกแกะของพระเยซูที่อยากจะรับประทานอาหารจากทุ่งหญ้าที่เขียวขจีและเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องด้วยพระคำของพระเจ้าที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูในวันนี้นะครับพระเยซูรู้จักลูกแกะของพระองค์และลูกแกะก็คือท่านทั้งหลายนั้นจะฟังพระสุรเสียงของผู้เลี้ยงแกะของท่านนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์วันนี้ขอพระวิญญาณของพระเยซูตรัสกับท่านสอนท่านเลี้ยงดูท่านด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณเปิดหัวใจฝ่ายวิญญาณเปิดหูฝ่ายวิญญาณฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเราพบกันในคำสอนนะครับขอบคุณมากครับทำไมพระเจ้าถึงส่งไฟลงมา Warum hat Gott dieses Feuer heruntergeschickt? ไฟนั้นคืออะไร Was ist dieses Feuer? ผมขออ่านข้อพระคัมภีร์ลูกาบทที่3ข้อ16ก่อน Ich lese aus Lukas 3 Vers 16. จะอ่านข้อ16และข้อ17 Vers 16 und 17. พระคัมภีร์บอกว่ายอห์นจึงตอบเขาทั้งหลายว่าเราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริงแต่จะมีพระองค์หนึ่งเสด็จมาทรงมีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์นั้นจะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ Und Johannes antwortete und sprach zu allen Ich taufe euch mit Wasser Es kommt aber ein Stärkerer nach mir, dem ich nicht genugsam bin, dass ich die Riemen seiner Schuhe auflöse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheuer sammeln und die Spreu wird er mit dem ewigen Feuer verbrennen. Das steht in der Bibel. Und dieser Johannes der Täufer, der hat gesagt, ihr werdet den Gott wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Diese beiden Dinge schenkt er allen Christen auf der ganzen Welt. Und die Taufe mit Wasser, das bedeutet, unser altes Leben stirbt, wird ersäuft im Wasser und ein neues Leben beginnt. Und Gott weiß, dass wir nicht alleine aus unserer Kraft hier in dieser Welt unser Leben als Christen leben können. Gott möchte, dass wir wachsen und stark werden in Jesus. Er möchte, dass wir ihm dienen. อยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ dass wir da sind für die Zukunft Gottes และในการรับใช้นั้นเราต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้า und in diesem Dienst für Gott brauchen wir die Vollmacht die Kraft Gottes พระองค์ส่งพระวิญญาณลงมาช่วยพวกเรา Gott hat den Heiligen Geist heruntergeschickt uns zu helfen พระวิญญาณนั้นในหนังสือพระคัมภีร์ถูกเรียกด้วยชื่อต่างๆกันมากมายEs gibt viele Namen und viele Bezeichnungen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Tröster. Wenn wir traurig sind, dann tröstet er uns. Er heißt auch unser Helfer, unsere Hilfe.เวลาที่ผมผ่าตัดพระวิญญาณช่วยผมว่าจะผ่ายังไงไปทางขวาไปทางซ้าย Wenn ich operiere, dann hilft mir der Heilige Geist, wie ich schneiden muss, rechts oder links. เวลาผมเทศนาพระวิญญาณช่วยผมว่าจะเทศเรื่องอะไร Und wenn ich predige, dann hilft mir der Heilige Geist und sagt mir, worüber ich predigen soll. พระวิญญาณถูกเรียกว่าเป็นลม
ลมแห่งพระวิญญาณ Der Heilige Geist wird auch als Wind bezeichnet. นั่นก็คือลมของพระองค์จะพัดพาเราไปตามวิถีทางของพระองค์ Und dieser Wind bläst uns in die Richtung in die uns haben will. พระองค์จะทรงมานำเราว่าเราจะทำอะไรพูดอะไรไปที่ไหนอย่างไรแต่ละวันจะทรงนำเรา Und führt uns jeden Tag, was wir tun sollen, wo wir was tun sollen. Ist unser Leiter. และพระวิญญาณจะมาเติมเราให้เต็มที่เรียกว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Und der Heilige Geist füllt uns mit der Kraft Gottes durch die Taufe im Heiligen Geist. เพื่อเราจะมีฤทธิ์เดชในการรับใช้พระเจ้าDamit wir für den Dienst Vollmacht und Kraft haben. Wenn Jesus uns im Heiligen Geist tauft, dann bekommen wir Vollmacht und Kraft, die Botschaft weiterzusagen. Wir dienen Gott nicht mit unserer eigenen Kraft.ถูกเรียกในพระคัมภีร์ว่าเป็นไฟของพระเจ้า Der Heilige Geist wird auch als Feuer Gottes bezeichnet. ในพระคัมภีร์ตอนนึงพระเจ้าเรียกพระวิญญาณของพระองค์ว่า The Spirit of Burning, พระวิญญาณแห่งการเผาผลาญ Und an einer Bibelstelle wird der Heilige Geist genannt der Geist, der alles verbrennt. เมื่อเราคิดถึงคำว่าไฟนั้นมีความหมายอะไรกับชีวิตของเราบ้างไฟUnd wenn wir an Feuer denken, was hat es für uns in unserem Leben zu bedeuten? Wo Feuer ist, da ist auch Licht, da wird es hell. Und wir erkennen, was richtig und was falsch ist. Feuer der Heiligen Geist kommt.เพื่อสำแดงในชีวิตของเราว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเรา Und wenn das Feuer des Heiligen Geistes herunterkommt, dann erkennen wir in uns selber, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist bei uns. เพื่อเราจะได้กลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต Dass wir Buße tun, umkehren und unser Leben verändern. ดังนั้นการบัพติศมาด้วยไฟนั้นก็เพื่อมาเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวของเราUnd diese Taufe im Heiligen Geist dient auch dazu, dass wir in unserem Leben uns verändern können. Und wo das Feuer brennt, da wird es heiß. Wer hat es erlebt, als wir die Hände aufgelegt haben, dass es ihm ganz heiß geworden ist? Das ist das Feuer Gottes.ผมจำได้ว่าตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่นั้นอยู่ที่เมืองไทยในบ้านมีแมลงสาบ cockroaches Ich kann mich noch gut erinnern, als ich ein Junge in Thailand war, da gab es viele Kakerlaken. เวลาที่เดินเข้าไปในห้องนะครับพอเปิดไฟปั๊บเดียวเราเห็นตัวแมลงสาบวิ่งกันอุตลุดเลยอุตลุดวิ่งอุตลุดมีไหมภาษาเยอรมันไม่มีปัญหา Wenn ich da in einen Raum kam und das Licht angemacht habe, da sind sie überall, diese Kakerlaken, haben fluchtartig irgendwo eine Ecke gesucht und sind verschwunden. Ruckzuck waren sie weg. Und ich erinnere mich, als ich in der Kindheit in meinem Haus hatte, ich hatte Hunde. Und damals gab es auch Ratten und Mäuse in unserem Haus. Und sobald ich das Licht angeschaltet habe, sind die Ratten ruckzuck in ihren Löchern verschwunden. Und wenn das Feuer kommt, dann haben auch die Wölfe keine Chance, sich uns zu nähern. Die Kakerlaken, die Ratten,Die Wölfe, sie fürchten das Feuer. Wenn das Feuer Gottes in uns hineinkommt, dann flieht alles Böse, alles Schlechte, was nicht da reingehört. Das ergreift die Flucht und ist ruckzuck weg. Wenn wir
ทองไปใส่ไว้ในภาชนะแล้วก็จุดไฟนั้นทองก็เริ่มละลายจริงไหมครับ Und wenn wir das Gold in einem Gefäß erhitzen, dann fängt das Gold an flüssig zu werden. และเมื่อทองละลายมีไฟอยู่ในนั้นพวกของสกปรกในทองมันก็ลอยขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวของทองนั้น Und dann wird alles Schmutz, aller Schmutz im Gold wird nach oben kommen an die Oberfläche. แล้วช่างทองก็เอาของสกปรกออกจากผิวของทองและในที่สุดทองนั้นก็เป็นทองคำที่บริสุทธิ์ 100% Und man schöpft dann den Schmutz oben vom Gold ab und dadurch wird es reines Gold. ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการบัพติศมาด้วยไฟนั้นก็เป็นการพูดถึงว่าสิ่งไม่ดีต้องหนีไป Und wenn wir über die Taufe im Heiligen Geist sprechen, das bedeutet, alles Schlechte muss fliehen. เมื่อเราพูดถึงการที่เราบัพติศมาด้วยไฟก็คือหมายความว่าความร้อนนั้นเข้ามาเผาสิ่งที่ไม่ดีออกไป Und wenn wir darüber sprechen, dann muss diese Hitze alles Böse hinaus wegbrennen. พูดง่ายๆก็คือว่ามีการชำระล้าง Und das heißt, es führt zu einer tiefen Reinigung. มีการหลอมละลาย Es führt zu einer zu einem Reinwaschen von Gold oder dass das Gold ganz rein wird. พระองค์เอาตัวเราเข้าไปใส่ในเบ้านะครับแล้วก็หลอมละลายเราและในที่สุดปั้นเราออกมาเป็นเหมือนกับไอ้ที่ตกปลาเป็นเข็มตกปลาทองที่บริสุทธิ์ Und Gott the fish hook Und Gott macht dann aus diesem flüssigen Gold einen Haken so wie einen Angelhaken และเราจะออกไปตกปลาได้มากขึ้น Und dann können wir viele viele Fische also geistliche Fische fangenเมื่อชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นก็จะมีคนมารับเชื่อได้ง่ายขึ้น Wenn unser Leben immer noch heiliger wird, dann wird es immer leichter Menschen zu Jesus zu führen. แล้วก็เป็นคนตกปลาของพระเจ้าตกปลาคนมารอดมากมาย Und wir werfen unsere Angeln aus und fangen die Fische eine nach dem anderen. พี่น้องครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในโบสถ์ที่มีไฟเคลื่อนนั้นของที่ไม่ดีในชีวิตของเรามันจะเริ่มลอยขึ้นมาทำให้เราเห็นว่าชีวิตของเราไม่ดียังไงUnd wenn der Heilige Geist wirkt in unserer Gemeinde, in unserem Kreis hier, dann fängt alles Böse an, nach oben zu schwimmen und dann plötzlich können wir es erkennen und dann auch wegtun. Ich war schon Pastor und Prediger, da habe ich das erst ganz deutlich erfahren,als der Heilige Geist gekommen ist, dass so manches Böse und Schlechte, an das ich überhaupt nicht dachte, das kam alles hoch. Und ich hatte persönliche Probleme, ich hatte Probleme als Leiter der Gemeinde. Und eines Tages habe ich gesagt, ich mache so nicht mehr weiter.ผมก็เลยวิ่งหาความช่วยเหลือจากพระวิญญาณ Dann bin ich gelaufen und habe gesucht Hilfe gesucht beim Heiligen Geist. และปี1996เป็นครั้งแรกที่ผมไปพบไฟของพระวิญญาณ Und es war 1996 dass ich das erste Mal das mit dem Feuer des Heiligen Geistes getauft worden bin. ตอนนั้นผมก็พูดภาษาแปลกๆแล้วผมพูดภาษาแปลกๆตั้งแต่ปี1983Und da konnte ich schon in Sprachen beten oder in Zungen beten seit 1983. Ich hatte viel Vollmacht beim Predigen, aber mein Leben war trotzdem schmutzig. Und so konnte Gott mich nicht so gebrauchen, wie er es hätte brauchen können.ชีวิตของเราทุกคนนั้นมีบางสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตของเรา Wir alle haben Dinge die nicht gut sind in unserem Leben สิ่งไม่ดีบางอย่างนั้นเราเรียนมาจากพ่อแม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเรา Manches kommt von unseren Vorfahren หรือว่าสิ่งไม่ดีบางอย่างอาจจะติดมาเมื่อเราไปดูหนังโทรทัศน์หรือไปอ่านหนังสือพิมพ์แล้วของไม่ดีมันก็เข้ามาในชีวิต
So manches Böse kommt herein durchs Fernsehen, durch Filme, durch andere Einflüsse. Oder wir treffen Freunde und fangen an zu rauchen oder zu trinken. Oder wir verehren die Dämonen an den Geisteraltären und dann kommen die Dämonen in uns rein. Und wenn wir gläubig werden an Jesus, das heißt noch lange nicht, dass wir in einem Tag heilig und rein sind. Wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir das Ticket in den Himmel. Wir sind errettet. Aber wir sind noch längst nicht so, wie Jesus ist. Das sind noch viele Dinge, die nicht in unser Leben hineingehören. Manche Dinge wissen wir, wir sollten aufhören, aber wir haben keine Kraft aufzuhören. Und das sitzt ganz fest, ganz tief in unserem Leben drin. Wir bringen es nicht raus. So manche Dinge, die böse und schlecht sind, die wissen wir gar nicht, dass die bei uns da drin sind. Und wir haben noch lange nicht erkannt unsere Schwäche und unsere schwachen Punkte in unserem Leben. Und ein Punkt, der sich sehr gut verstecken kann, das ist unser Stolz. Beim anderen ist es Faulheit oder Trägheit. Wieder andere haben keine Ordnung in ihrem Leben. Das Haus ist ganz schmutzig und es wird nie geputzt und nie aufgeräumt. Manche lieben das Geld mehr als Gott und wollen das Geld nicht losgeben an Gott. Wieder andere sind Egoisten und denken nur immer nur an sich. Und manche Leute, die haben nur ganz winzigen kleinen Glauben. Und da ist irgendetwas, was diesen Glauben herunterdrückt. Und sie kommen nicht da raus. Manche Leute sind Pessimisten, geborene Pessimisten, die denken immer nur an das Negative, an das Schlechte. Andere Leute sind beneiden andere und wenn sie andere sehen, dann kommt der Neid hoch. Und ich habe beobachtet, besonders bei Familien, wo die Eltern auseinandergegangen sind, wo es viel Krach gibt, wo die Kinder als Waisen aufwachsen, die haben große Probleme und große Schwierigkeiten. Gluten. Like to eat all the time. Eat. Guttery. Manche Leute können nicht aufhören zu essen und sie haben keine Bremse. Wieder andere können nachts nicht schlafen. Sind immer am Sorgen machen und können nicht schlafen. Wieder andere sind immer traurig und bedauern sich immer selber. Wieder andere verdienen immer Geld, sie verdienen immer mehr, aber da ist ein Loch und das Geld fließt immer wieder weg und bleibt nichts übrig. Es gibt Leute, die ständig Schulden haben und Schulden machen. Dann gibt es wieder andere,
Jedes Mal, wenn sie anfangen, Bibel zu lesen, schlafen sie ein. บางคนมีปัญหาดูหนังไทยละครไทยดูณเดชน์กับยาย่าถึงตีสามไม่หลับแต่พอมานั่งในโบสถ์หลับทุกที Wieder andere verfolgen im Fernsehen diese Sendungen, die eine nach der anderen kommt und da können sie gucken bis nachts morgens um drei und sind hellwach, aber kommen sie in die Kirche, kaum fängt er an zu predigen. บางคนมีปัญหาคือเจ็บป่วยเรื้อรังเยอะแยะตัวเจ็บป่วยไปหมด Wieder andere sind ständig krank und sind ständig krank. บางคนนั้นมีปัญหาคือเป็นเหมือนกับติดอะไรบางอย่างมีเขาเรียกว่า addiction ติดบางอย่างเสพติดเสพติด Wieder andere sind gebunden an also sind addicted, das heißt hängen halt entweder an der Zigarette oder an sonst irgendwas und kommen nicht los. Manche hängen am Alkohol, an Zigaretten, manche hängen an der Schokolade, spielen Geld, für manche ist es schon zur Gewohnheit geworden, Ehebruch zu machen. Andere wieder, die können nicht genug kriegen und immer von anderen am besten. Wieder andere lieben es, so schmutzige Bilder und Filme anzuschauen. Nang yu ge mi phap sokapok kho ma kit da leung mai di sokapok. Und das kommt da rein und bleibt dann im Herzen drin oder in den Gedanken. Ständig kreisen die Gedanken um diese Dinge. Manche haben ständig nur ein negatives Bild. Das sind alles nur Beispiele. Es gibt noch über 100 andere Dinge. Und sehr oft merken wir selber gar nicht, dass wir da auch mit drin stecken. เมื่อไฟลงมานั้น Wenn das Feuer kommt ไฟก็จะมาสำแดงให้เห็นว่าเรามีปัญหาอะไร Durch dieses Feuer erkennen wir erst wo unsere Problempunkte unsere schwachen Punkte sind และปัญหาเหล่านั้นทำให้เราไม่เกิดผล Und diese Schwachpunkte machen dass wir keine Frucht bringen können ทำให้ชีวิตเรานั้นไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเท่าที่ควรUnd unser Leben gibt Gott nicht die Ehre. Und Gott verliert sein Gesicht wegen uns. Und wenn wir in den Himmel kommen, werden wir keine Belohnung bekommen. Weil wir in dieser Welt keine Frucht haben, bringen können und ständig am Verlieren waren.พระเจ้าส่งไฟลงมาเพื่อเผาสิ่งไม่ดีเหล่านั้นออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด Gottes Feuer kam von oben um all diese Dinge aus unserem Leben zu entfernen immer noch eins und noch was kleines oft sind es oft kleine Dinge und doch sind sie ganz wichtig dass sie alle rauskommen ปัญหานะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเหมือนกับเล็กๆที่เรามองไม่เห็นตัวเอง Manchmal sehen diese Probleme nur ganz winzig klein ausin unseren Augen. Zum Beispiel, dass wir jeden Tag mit so einem Gesicht rumlaufen. Wo immer wir hingehen. Und wer soll dann an Gott glauben? Vielleicht ist es nur ein ganz kleines Problem, dass wir Männer 10 Jahre lang vergessen haben, unserer Frau zu sagen, ich liebe dich. Ja, merkt euch, das muss alles verbrannt werden.
ฉันรักเธอทุกๆวันมากขึ้น Und wenn das verbrannt ist, dann werden wir immer mehr sagen, ich liebe dich jeden Tag neu. บางคนมีนิสัยคือกบฏเขาสั่งอะไรบอกขวาเราจะไปซ้ายกบฏลูกเดียว Manche Leute haben immer was auszusetzen und sind nicht bereit auf jemand anders zu hören. และบางคนมีปัญหาคือถูกผีหลอกความคิดและให้คำสอนผิดเข้ามาในสมอง Wieder andere werden von Dämonen in die Irre geführt durch falsche Lehren, durch falsche Gedanken. หนังสือพระคัมภีร์พูดถึงว่ามีคำสอนของพูดผีปีศาจ demonic teaching อยู่ในคริสตจักร Und in der Bibel lesen wir, dass es dämonische Lehre in der Gemeinde gibt.และผีตัวหนึ่งที่ร้ายมากในคริสตจักรชื่อว่าผีศาสนา Und eine dämonische Macht, die sehr gefährlich in der Gemeinde ist, das ist ผีศาสนานี่ Das ist die Sache der ein religiöser Geist ผีศาสนานี่น่ากลัวมากเลยเพราะมันมาในคราบของนักศาสนาUnd dieser Dämon ist sehr gefährlich, weil er in einem religiösen Geist kommt, der immer das Gute und das Wohlklingende betont. Wir finden in der Bibel die Pharisäer, die Sadduzäer couldn't see, das heißt ich kann nicht sehen. Und die Geister, die kommen in die Boote und machen sich als Religionslehrer. Ich weiß viel über die Bibel.Und diese Dämonen kommen in die Gemeinde und als religiöse Geister und die sagen, ich kenne mich sehr gut aus in der Bibel. Und diese Dämonen bringen ein Gesetz, eine Regel nach der anderen in die Gemeinde, sodass wir gebunden werdenUnd nicht mehr die Freiheit haben, im Heiligen Geist zu leben, sondern müssen uns immer unter diese Gesetze und unter diese Regeln stellen. Und Gott hat das Feuer heruntergegeben, damit diese Dämonen immer mehr nach und nach ausgetrieben und verbrannt werden. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden, immer ähnlicher. Und wir leben in der letzten Zeit und Jesus will seine Gemeinde reinigen. Dass sie eine Gemeinde ist, die strahlt. Und wir sind die Braut Christi, die rein und heilig ist.ไฟนั้นเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ Dieses Feuer bei diesem Feuer geht es um die Heiligkeit หนังสือมาลาคีบทที่3ข้อ2ถึงข้อ3 In Malachi Kapitel 3 Vers 2 und 3 lesen wir แต่ใครหนอจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านก็คือพระเจ้ามาและใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวก็คือไฟของพระวิญญาณมาปรากฏเพราะว่าท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่และประดุจสบู่ของช่างซักฟอกท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระลูกหลานของเลวีให้บริสุทธิ์และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินเพื่อเขาจะได้นำเครื่องบูชาอันชอบธรรมถวายแด่พระเยโฮวา Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden könnenUnd wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber.
dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Dieser Bibelvers bezieht sich nicht auf die Zeit, wenn Jesus wiedergekommen ist, sondern auf die jetzige, auf die heutige Zeit. Könnt ihr euch erinnern an den Vers aus dem ersten Petrusbrief? Ihr seid Heilige, Erwählte und Priester und Könige. Und Gott möchte seine Gemeinde besuchen. Gestern Abend und auch heute Vormittag wurden manche, viele berührt von die, durch die Kraft Gottes. Und die Bibel sagt, wer kann das erleiden, wer kann das aushalten, wenn Gott uns berührt? In meiner Gemeinde kommt es immer wieder vor, wenn der Heilige Geist wirkt, dass manche Leute es nicht mehr aushalten und weglaufen aus der Kirche. Und es gibt drei Gründe, warum sie das machen. Der erste Grund ist, sie halten die Hitze nicht aus. Sie halten die Heiligkeit Gottes nicht aus. Sie sind nicht bereit, sich zu ändern oder Buße zu tun. Sie wollen weiter in der Sünde weiterleben. Und sie wollen nicht, dass das Feuer Gottes, das Böse aus ihnen rausbrennt, und darum laufen sie raus. Habt ihr das beobachtet? Tausende kamen und Jesus hat sie alle mit Speise versorgt. Und als Jesus die zwei Fische und die fünf Brote vermehrt hat und über 5000 Leute sind satt geworden, das war alles ganz toll. Da waren sie alle mit dabei. Und als Jesus die Kranken geheilt hat, die Dämonen ausgetrieben hat, kamen sie in Scharen zu Jesus. Doch als Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist, da waren sie alle weg. Keiner ist geblieben. Wir Menschen lieben, alles umsonst zu haben, aber wir möchten nicht Leid und Not oder Schwierigkeiten auf uns nehmen. Und als im Obergemach 120 Leute zusammen waren, ist das Feuer Gottes gefallen. Über 120. Und wo waren die Tausende? Alle weg. In meiner Gemeinde gibt es zwei Gruppen. Die einen, die wollen einen spitzen Kaffee trinken und schön sich unterhalten oder wollen tanzen und von allen gelobt werden, wie toll sie tanzen können. Und da wächst die Gemeinde, denn jeder mag das und das gute Essen. Alle kommen sie und essen mit. Und sobald ich anfange zu predigen, tut Buße, nehmt das Kreuz auf euch. Plötzlich sind sie alle weg. Und letzte Woche war ich in Arizona und da hat ein Mitglied der Gemeinde dort mir gesagt,
ฟังนักเทศอเมริกันคนนั้นน่ะที่ดังๆในประเทศอเมริกาฟังแล้วสบายใจสบายใจไม่ต้องกลับใจ Ich höre immer einen Prediger in Amerika und wenn ich den höre, dann das gefällt mir, das tut so richtig gut und er sagt immer, du brauchst dich nicht zu bekehren. ถ้าฟังคุณหมอทั้งหลายมันตื่นอัดอึดอัดอึดอัดเพราะว่าต้องกลับใจ Und jedes Mal, wenn ich den Ajahn Mo höre, dann werde ich unruhig und habe Druck und weiß ganz genau, ich muss mich bekehren, ich muss umkehren. Amen. Aber in Wirklichkeit ist es gut, wenn wir uns bekehren und umkehren, denn das bringt uns in das Leben des Sieges hinein. Die Buße oder die Umkehr bringt euch heraus aus der Verdammnis im Leben. Und so mancher, wenn ich die Hände auflege, der flieht, weil er nicht bereit ist, sich zu ändern. Er möchte lieber gern noch weiter Geld spielen. Will lieber noch mit anderen Mädchen rummachen. เขายังอยากจะโกงต่อไปขโมยเงินที่ทำงานเขาต่อไป Möchte gerne weiter in seiner Firma immer was mitgehen lassen. นั่นเป็นเหตุผลประการที่หนึ่งคือคนไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็เลยหนีไฟ Das ist ein Grund, dass Leute abhauen, weil sie nicht bereit sind, sich zu verändern und Buße zu tun. ประการที่สองคนหนีเพราะเขาไม่เข้าใจที่จริงจิตใจดีนะครับแต่เขาขาดความรู้ Eine andere Gruppe, die hauen auch ab, weil sie einfach nicht wissen, was da abgeht. เนื่องจากเรื่องไฟเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ในพระวรกายที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอยู่ในพระคัมภีร์มาเป็นพันปีแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่คริสเตียนในโลกส่วนใหญ่ไม่มีใครเข้าใจกันเลย Die Sache mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer ist leider in den meisten Gemeinden in der Welt nicht bekannt.เขาเคยชินและคิดว่าคริสเตียนนั้นมีพิธีกรรมทางศาสนาแบบนี้ Und sie denken dann ach hoppla was ist denn da los haben die eine neue Zeremonie erfunden เดินเข้ามาในโบสถ์ยืนขึ้นร้องเพลงนั่งลงยืนขึ้นนั่งลง Und was in diesen Gemeinden abgeht das ist halt sie setzen sich hin und stellen sich wieder hin beten setzen sich wieder hin stehen wieder aufUnd das war alles. Zwei Lieder werden gesungen. Und dann wird geopfert. Dann hört man 15 Minuten die Predigt. Und zum Schluss wird nochmal aufgestanden und wird die Doxologie gesungen.Da da 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 พอร้องจบทุกคนก็เดินกลับบ้านหลังจากมีเซอร์วิส1ชั่วโมง Und nach einer Stunde Gottesdienst hat man es nur noch eilig nach Hause zu gehen. เดินเข้าโบสถ์เช้าวันอาทิตย์เจ้าชู้ยังไงพอออกไปเช้าวันอาทิตย์ก็ยังเจ้าชู้เหมือนเดิม Und da kommt einer in die Kirche undDer ist ein Ehebrecher und er geht wieder nach Hause als Ehebrecher. Wie gekommen, so gegangen. Und kommt in die Kirche rein, gestern Nacht haben sie Geld gespielt, geht nach Hause, am gleichen Abend wird weiter gespielt. Und in der Welt, heute, denkt man, dass Christ nur das ist, 1 Stunde.ร้องเพลง2เพลงถวายทรัพย์เทศ15นาทีร้องเพลง Doxology กลับบ้านจบนั่นคือเป็นคริสเตียน Die meisten Menschen denken, das sind Christen. Man geht am Sonntag in den Gottesdienst,
für eine Stunde, bitte nicht länger. Dann ist die ein Lied, Predigt, noch ein Lied, die Doxologie und Schluss, da geht man wieder heim. Wie bitte? Da gibt es Leute, die die Hände auflegen im Gottesdienst. Und was ist das für eine Gemeinde? Da kommt das Feuer und dann fangen sie an zu heulen und zu weinen. Und was ist denn da los? Da schreien sie und die Dämonen fahren aus. Was ist denn da passiert? Meine Frau hat eine wunderschöne Frisur, als sie in die Kirche ging. Und jetzt kommt sie heim und ist alles verstrubelt. Was ist denn das für eine Gemeinde? Da will ich nicht hin. พี่น้องครับผมเชื่อว่าถ้าพระเยซูหรืออาจารย์เปาโลมาทําโบสถ์ในประเทศเยอรมันนะจะถูกโจมตีและต่อต้านมากมากมาย Ihr Lieben, ich bin สบอที่นี่ ich weiß ganz genau, wenn heutzutage Jesus oder Paulus in die Kirchen ginge und da predigen würde, da würden alle gegen Jesus und gegen Paulus sein. เพราะการประชุมของพระเยซูไม่ใช่1ชั่วโมงDenn wenn Jesus gepredigt hat, dann hat er nicht eine Stunde gepredigt, sondern fünf Stunden. Und in den Versammlungen von Jesus, er hat die Hände aufgelegt und immer wieder Hände aufgelegt. Und dann haben Leute geschrien, weil die Dämonen ausgefahren sind. Und andere sind umgefallen und haben gezittert, und weil die Dämonen ausgefahren sind. Andere sind gesund geworden. Und da sind die Dämonen ausgefahren und in die Schweine reingefahren, und die Schweine sind in See Genezareth runtergestürzt, waren alle tot. Und dann haben sie das Dach abgedeckt und haben einen runtergelassen, damit er gesund, dass Jesus ihn gesund machen kann. Und die meisten Menschen in Deutschland werden sagen, nee, dann wollen wir lieber nicht Jesus haben. Sie wissen es nicht. Der dritte Grund, warum viele von dem Feuer weglaufen oder fliehen, เพราะมีตัวบางอย่างอยู่ในตัวเขาที่เรียกว่าผีร้ายวิญญาณชั่ว weil die Dämonen, schlechte, böse Dämonen, mächtige Dämonen in ihnen drin sind. เช่นผีศาสนาเหมือนฟาริสี wie zum Beispiel Dämonen der Religiosität. ผีแห่งความเย่อหยิ่ง ผี des Hochmuts. ผีอะไรก็ตามนะครับผีมันก็พูดกับคนคนนั้นบอกอย่าอยู่นะอย่าอยู่รีบวิ่งออกไปดีกว่าUnd die Dämonen flüstern ihnen in die Ohren, bleib nicht da, du hältst es nicht aus, geh, sieh zu, dass du fortkommst. Denn die Dämonen wissen ganz genau, wenn sie bleiben, dann müssen sie gehen. Die Leute müssen also sich entscheiden, entweder ich lasse die Dämonen raus oder ich gehe mit den Dämonen raus. Was wollt ihr, dass die Dämonen rausgehen oder wollt ihr rausgehen mit den Dämonen? Warum lehre ich das hier in Deutschland? Weil ich möchte, dass das überall bekannt wird, auch in Deutschland. Es gibt so manche Prediger oder Evangelisten, die legen überall die Hände auf, aber erklären nicht, was da passiert und was sie dabei tun. Und ich habe mich entschlossen, dass ich über das Feuer noch ganz viel predigen werde auf Deutsch.
Dass wir nicht nur die Erfahrung machen, sondern dass wir verstehen, was in der Bibel steht über das Feuer. Gott möchte unser Leben reinigen. พระเจ้ารู้ว่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นที่อยู่ในตัวเรานั้นมันทำลายเรา Gott weiß, dass diese Dinge uns kaputt machen. ทำให้เราไม่เป็นเหมือนพระเยซู Dass wir eben nicht so sind wie Jesus. มันทำให้เราไม่เกิดผล Dass wir keine Frucht bringen in unserem Leben. พยายามรับใช้เท่าไหร่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น Wir versuchen Gott zu dienen, aber es passiert nichts. เพราะเรามีสิ่งไม่ดีอยู่ในชีวิต Weil das Böse in uns drin ist.ท่อเราเป็นเหมือนท่อของพระเจ้าท่อนั้นมันสกปรกก็เลยทำให้สวรรค์ไหลเคลื่อนผ่านชีวิตของเราไม่ได้ดีมัน Wir sind wie eine Leitung oder ein Rohr das den Segen Gottes leitet aber wenn das Rohr schmutzig ist dann kommt alles schmutzig unten raus พระเจ้าอยากจะล้างชีวิตของเราเราจะได้เกิดผลมากขึ้นพระเจ้าจะได้ไหลผ่านชีวิตของเราออกไปแตะคนอื่นUnd Gott möchte uns reinigen, dass dieses Rohr immer reiner ist und immer klarer das Wasser durch uns hindurch fließt und dass viele durch uns gesegnet werden. Seit ich unter diesem Feuer lebe, haben sich viele Menschen bekehrt und sind zu Gott gekommen. Und seitdem sindimmer mehr Wunder passiert in unserer Gemeinde. Ihr glaubt, Gott gebraucht nur mich als Morvarun? Nein. Gott kann die Leute aus Augsburg genauso gebrauchen. Gott kann die Leute in Dorsten genauso gebrauchen. Ihr braucht nicht den Ajahn Mohr.Island Selbst in Irland kann Gott euch gebrauchen. Gott kann auch die Leute in Lippstadt gebrauchen. Aber bevor Gott handeln kann, müsst ihr euer Herz öffnen, dass Gott in euch arbeiten kann und wirken kann. Wenn ihr das in der Bibel richtig beobachtet,ทุกคนที่พระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์พระเจ้าจัดการเขาก่อน Und in der Bibel ist das ganz deutlich und klar zu sehen, jeden den Gott gebraucht hat, den hat Gott zuerst gereinigt und Jadgan hat durch das Feuer geführt. ก่อนโมเสสจะไปนำคนอิสราเอลไปเขาไปพบไฟของพระเจ้าแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาก่อน Bevor Mose das Volk Israel aus Ägypten führen konnte, hat das Feuer getroffen.Und dieses Feuer hat ihn verändert. Bevor Paulus zum Evangelisten wurde, hat das Feuer Gottes getroffen. Oder wurde, ja, das Feuer Gottes ist über ihn gekommen. Bevor Petrus zum Evangelisten in Jerusalem wurde, hat das Feuer Gottes getroffen. Und bevor der Petrus...der Apostel geworden ist, über die Urgemeinde, hat das Feuer im oberen Raum bekommen. Ja. มีนักเทศชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อเดริกพรินซ์นะครับผมชอบฟังคำสอนเขาเหมือนกันคนนี้เป็นครูสอนที่เก่งมากก่อนที่เขาจะออกไปสอนคนเยอะแยะนะครับเขาพบไฟของพระเจ้าในห้องนอนของเขา Es gibt einen Prediger von England, der heißt David Prince, und bevor er evangelisiert und predigt, hat das Feuer in seinem Schlafzimmer getroffen oder das Feuer kam über ihn in seinem Schlafzimmer. Und bevor die Joyce Meyer, die ja sehr bekannt ist in Amerika, von Gott gebraucht worden ist, wurde sie vom Feuer des Heiligen Geistes berührt in ihrem Haus. Tan, ja, kann Gott euch gebrauchen?Wollt ihr von Gott gebraucht werden? Gott kann Männer und Frauen gebrauchen. Die Frage ist nur, inwieweit lässt du dich verändern von Gott durch seine Kraft? Es gibt einen einzigen, der euch verändern kann.
Das bin nicht ich. ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ Der Heilige Geist allein. ไฟของพระเจ้า Und das Feuer Gottes. ผมเชื่อว่าผมไปถูกทาง Ich glaube, ich gehe auf dem richtigen Weg. ที่อนุญาตให้ไฟของพระเจ้ามาเผาและแตะคนมากมาย Ich erlaube das Feuer herunterzukommen und vieles auszurichten. เราจะเห็นประเทศเยอรมันถูกเขย่า Wir sehen, dass Deutschland erschüttert wird. เขย่าด้วยคนที่ไปด้วยไฟของพระเจ้า Erschüttert durch Leute, die erfüllt sind vom Feuer Gottes. พระเจ้าใช้คนธรรมดาอย่างท่านเนี่ยที่อาจจะพูดภาษาเยอรมันและมีแอคเซนต์และพูดไม่ชัดเขย่าเมืองของท่าน Gott kann euch ganz einfache Menschen, die vielleicht in einem bestimmten Akzent reden, gebrauchen, um eure Stadt, euer Land zu erschüttern. ท่านต้องมาหาพระเจ้าแบบเหมือนกับเปาโลคือพระองค์ทำอะไรกับชีวิตลูกก็ได้มาเผาให้หมดออกไป Wir müssen so zu Gott kommen wie der Paulus. Hier bin ich, Herr. Gebrauche du mich. Ich bin bereit.ท่านบอกว่ามีอะไรไม่ดีในชีวิตของข้าพเจ้าเผามันไปให้หมดเลย Und wir sagen alles was schlecht ist was dunkel ist in uns Herr verbrenne alles เห็นมั้ยครับว่าเรื่องไฟไม่ใช่สําหรับคริสเตียนทุกคน Und wir sehen ganz klar das ist nicht für das die Geschichte mit dem Feuer ist nicht für alle Christen เพราะคริสเตียนจํานวนมากมายเค้าพอใจอยู่แล้วที่เค้าอยู่ระดับแค่วันนึงขอตายแล้วไปสวรรค์เค้าไม่อยากรับใช้พระเจ้าเค้าไม่สนใจเรื่องพระเจ้าเท่าไหร่ Leider sind sehr viele Christen auf dem Stand, wenn ich nur sterbe und in den Himmel komme, dann reicht mir das. Ich brauche Gott nicht zu dienen. Christen, manche wollen gerne Pannen, wollen Suppuli, wollen Jauchu, sie wollen nicht mehr interessiert an dem Feuer, weil sie denken, sie sind schon im Himmel. Und dann wird es Feuer geben. Warum? Ich bin nicht interessiert. Und viele Christen stehen auf dem Standpunkt, wenn ich nur gerettet werde, ich kann weiterleben wie bisher, ich kann weiter im Ehebruch leben, ich kann weiter Geld spielen, ich kann weiter machen, wie ich mir das so vorstelle und Hauptsache, ich komme in den Himmel. Aber andere sind so wie ich. Herr, ich möchte sein so wie du, Herr. Vor 2000 Jahren hast du die Dämonen ausgetrieben. Du hast den Wind geboten und den Wellen. Du hast Kranke gesund gemacht. Du hast viele Zeichen und Wunder getan. Herr, ich möchte so sein wie Jesus, aber heute. Herr, ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst. Ich möchte Frucht schaffen. Ich habe nur ein Leben in dieser Welt. จากโลกนี้ไปแล้ว Und ruckzuck gehe ich von dieser Welt weg. ชีวิตในโลกนี้มันสั้นมาก Unser Leben ist sehr sehr kurz. ขยับตาไม่กี่ทีเอา60แล้วเนี่ย70กว่า Du brauchst nur zweimal mit den Augen zu blinkern und schon bist du 60 oder 70. กระพริบตาอีก 2-3 ทีอ้าว70ละ Nochmal zweimal geblinkt und schon bist du 70. ลูกไม่อยากไปอยู่ในสวรรค์มีคอนโดเล็กๆ Ich möchte nicht im Himmel in einem kleinen winzigen Häuschen wohnen. แล้วมือเปล่าไม่มีรางวัลอะไรเลย Und mit leeren Händen dastehen, weil ich keine Belohnung bekomme. ของในโลกก็เอาไปไม่ได้สักชิ้นเดียวของในโลกนี้ก็เอาไปสวรรค์ไม่ได้สักชิ้นเดียว Kein einziges Stück Geld oder Gut kann ich mit in den Himmel nehmen. พอไปเสร็จคนอื่นก็มาอยู่บ้านเราอยู่ดีเราไม่ได้อยู่แล้วWenn wir gegangen sind, ist schon jemand anders eingezogen in unserem Haus. Aber das, was wir mit im Himmel bekommen, das wird ewig bei uns bleiben. Ich möchte Frucht bringen. Ich möchte, dass eine ganz große Schar durch mich zu Jesus gefunden hat oder im Himmel bekommt. Schweinstein Castle. Kennt ihr Schweinstein? Schweinstein. Neuschweinstein. 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 Neuschweinstein, something like that. Ich möchte, dass mein Zuhause im Himmel viel schöner ist als Neuschweinstein.
ลูกกำลังส่งวัสดุขึ้นไปสร้างบ้านของลูกบนสวรรค์ Und ich schicke ständig Güter in den Himmel, damit ich dort ein Haus bekomme. จำได้ไหมอาจารย์เปาโลบอกว่าไงให้เอาตาของเรามองไปสิ่งที่อยู่เบื้องบนคืออะไรครับสวรรค์ Paulus sagt, schaut und denkt an das, was oben ist. โลกนี้เป็นที่ชั่วคราวDiese Welt ist kurz und nur für kurze Zeit. Eines Tages müssen wir alle mal sterben. Aber was mit uns ist, was wir im Himmel bekommen, das wird immer ewig bei uns sein. Und unser Leben wird sich zeigen im Himmel, was wir da.In diesem Leben erreicht haben. Schon etliche Jahre her habe ich gesagt: Herr, lass mich, bevor ich sterbe, die Erweckung in Thailand erleben. Ich bin Thailänder. Gerade eben habe ich Gott angebetet.ผมอธิษฐานต่อพระเจ้า Und ich habe zu Gott gebetet. ข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินชีวิตด้วยสายตาสิ่งที่มองเห็น Ich möchte nicht vor den Augen, also nur vor den Augen leben. ตอนนี้สิ่งที่มองเห็นด้วยตามันดูเป็นไปไม่ได้ Denn meine Augen sagen, das ist unmöglich, das geht nicht. ผมบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ Und ich habe gesagt, Herr, ich lebe im Glauben. ข้าพเจ้าจะทำดีที่สุดUnd ich mache das Beste aus meinem Leben. Dass das Feuer Gottes mein Leben durchglüht. Dass ganz viel Frucht, die meiste Frucht, die möglich ist, geschieht. Und bevor ich sterbe, möchte ich, dass Gott Erweckung nach Deutschland hineinbringt. Dass noch ganz viele Deutsche und auch Thailänder vom Feuer Gottes berührt werden und in die Welt gehen und evangelisieren und die Menschen zu Jesus führen. Und die da ausziehen,Sie werden Dämonen austreiben, sie werden Kranke heilen. Und sie gehen zurück, wo sie wohnen, und da entsteht Erweckung. Aber es gibt keine Erweckung, wenn wir nicht bereit sind, das Feuer in uns wirken zu lassen. Das Feuer, dabei geht es um Christen, die ganze Sache mit Gott machen. Und ich verstehe, dass viele gar nicht so interessiert sind an diesem Feuer Gottes. Sie sind Christen, die halt gerne frei essen gehen wollen. Herr, heile du meine Krankheit. Herr, gib mir eine Arbeit. Herr, gib mir ein Mann oder eine Frau, ein schönes Haus, dass ich in der Lotterie, dass ich von meinen Schulden loskomme. Denn er weiß, Lotterie spielen ist Sünde, darum hat er mittendrin aufgehört und hat gesagt, ich will von meinen Schulden loswerden.ท่านอยากเป็นคริสเตียนที่ Wollt ihr starke Christen werden? ท่านอยากเป็นคริสเตียนประเภทไหนครับ Was für eine Art Christen wollt ihr sein? คริสเตียนที่เกิดผลไหมครับ Christen die Frucht bringen im Leben? เป็นคริสเตียนที่พระเจ้าจะใช้ท่านเขย่าเมืองของท่านไหม Dass ihr Christen seid, die Gott gebrauchen kann, eure Stadt.Auf den Kopf zu stellen. Eure Familie auf den Kopf zu stellen.
Wenn Christen, die heilig sind, die so sind, wie Jesus ist. Morgen abgeht, werde ich weiter lehren. Warum brauchen wir dieses Feuer? Heute Abend möchte ich zusammenfassen, Gott hat das Feuer geschickt, um unser Leben zu reinigen. บัพติศมาด้วยพระวิญญาณผู้ประสาทแปลกๆเป็นเรื่องของฤทธิ์เดช Die Taufe im Heiligen Geist und die Sprache in Zungen, da geht's die Kraft Gottes. บัพติศมาด้วยไฟเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ Die Taufe mit dem Feuer, da geht's die Heiligkeit, reines Leben. เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นมากขึ้น Dass wir Jesus immer ähnlicher werden. ยิ้มมากขึ้น Mehr lächelnเชื่อมากขึ้น mehr glauben รักมากขึ้น mehr lieben มีฤทธิ์เดชมากขึ้น mehr vollmacht haben เกิดผลมากขึ้น noch mehr frucht bringen มีรางวัลในสวรรค์มากขึ้น dass wir noch viel mehr im himmel belohnt werden ท่านเลือกวันนี้ว่าท่านจะเอาไฟอันไหน und jetzt kann jeder wählen welches art von feuer มีไฟ wählst du ausมีไฟอยู่3อัน Es gibt drei verschiedene Arten von Feuer. ไฟอันที่1คือไฟคืนเนี้ยไฟในโบสถ์ตอนเนี้ย Die erste Art Feuer ist heute Abend, das Feuer heute Abend fällt. ให้พระเจ้าเผา Dass Gott alles verbrennt, was nicht da rein gehört. วันนั้นเมื่อท่านไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูท่านจะเป็นเหมือนทองกับเงินที่รับรางวัลมากมาย Dass wenn wir einmal vor Jesus stehenDass wir Gold wie Gold sind und eine große Belohnung bekommen. Und das zweite Art von Feuer? Im 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. ไม้ผมไม่อยากเป็นไม้หญ้าแห้งไม่เอาหรือฟางไม่เอาการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะในวันเวลานั้นจะได้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดก่อขึ้นและทนอยู่ได้ก็คือเป็นทองเป็นเงินและเป็นเพชรพลอยผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนแต่ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดคือรอดจากนรกนั่นเองแต่เป็นเหมือนรอดจากไฟนรก So aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber, edle Steine, Holz, das wollen wir nicht sein, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen.Denn es wird durch Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird selig oder gerettet werden, so doch durchs Feuer. Wenn du das Feuer jetzt wählst, an dem Tag, an dem du vor Jesus stehst,ท่านจะเป็นเหมือนดั่งทองคำ Und wenn du heute Abend das Feuer wählst, dann wirst du an jenem Tag vor Gott stehen mit viel Gold. เพราะสิ่งไม่ดีถูกเผาออกไปหมดแล้ว Denn das Böse, das Schlechte wurde alles verbrannt. ท่านจะได้รับมงกุฎงามและรางวัลในสวรรค์ Du wirst eine wunderbare Krone bekommen und eine Belohnung. แต่ถ้าตอนนี้ท่านไม่อยากได้ไฟตอนนี้Aber wenn du heute nicht bereit bist, das Feuer wirken zu lassen, dann wirst du das Feuer vor dem Richterstuhl Jesu bekommen. Und dieses Feuer wird dich dann verbrennen wie Holz und Heu und Stoppeln. Denn dein Leben war nicht heilig und nicht rein.คนมารับเชื่อมากแต่ว่าท่านทำเพื่อเงิน Und wenn du viel arbeitest, aber du hast es doch nur da, du hast nur deshalb für Gott gearbeitet, damit du Geld bekommst. ทำเพื่อชื่อเสียงตัวเอง
dass du einen guten Namen hast, dass du groß und geachtet bist in deiner Gemeinde. Es kann sein, dass du in einer großen Kirche und einer großen Gemeinde bist und trotzdem andere fertig machst und aburteilst. Und an jenem Tag wirst du keine Belohnung bekommen. Ganz sicher wollen wir als Christen nicht das dritte Feuer erfahren. Ja, wir wollen Jesus nicht wegwerfen. Ist es möglich, dass Christen Jesus verlassen und wieder in die Welt gehen? Und das dritte Feuer ist das Hölle, das Feuer in der Hölle. Und ich hoffe sehr, dass ihr heute das Feuer empfangt. Seid bereit, euch verändern zu lassen durch das Feuer Gottes. Und an jenem Tag wirst du große Belohnung bekommen im Himmel. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Heute werde ich wieder meine Hände auflegen. Und dann sprechen wir, kann jeder mit Gott selber reden, Herr, ich bin bereit umzukehren. Ich möchte mein Leben verändern. Herr, alles, was nicht gut ist in meinem Leben, verbrenne es durch dein Feuer. Ich möchte nicht schlechte Dinge aufheben. Und wenn du mich berührst und willst, dass ich weine, dann will ich weinen. Und wenn du willst, dass ich umfalle, dann bin ich bereit, umzufallen. Wenn du willst, dass ich lache, dann werde ich auch lachen. Und wenn die Dämonen rausgehen aus mir, dann lasse ich sie rausgehen und bin froh, dass sie weg sind. Herr, hilf, dass mein Leben sich ändert und dass ich dir ähnlicher werde. Wer sagt, das ist mir von Herzen, aus meinem Herzen gesprochen? Wer sagt, ich möchte immer im Feuer Gottes bleiben? Egal was passiert, ich will das Feuer nicht mehr loslassen. Bis an den Tag, wo Jesus wiederkommt. Amen. Amen. Herr Gott, heute Abend schick dein Feuer herunter. Verbrenne alles Böse und Schlechte. Alles, was nicht vom Himmel gekommen ist. In meinem Leben. Dass ich noch mehr heilig werde. Ja, ich bin bereit. Du kannst machen, was du willst. Herr, du bist wie der Arzt, der operiert. Und ich bin der Patient. Herr, operiere du mich und mach mich schön für dich. Dass mein Gesicht schöner wird durch diese. Und schneide alles, was nicht gut ist, raus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังคำสอนจบนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ผู้เลี้ยงแกะของท่านคือองค์พระเยซูได้เลี้ยงดูอาหารฝ่ายวิญญาณให้แก่ท่านและท่านก็รับด้วยความเชื่อและเปลี่ยนแปลงชีวิตขอองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้เลี้ยงแกะของชีวิตของท่านนั้นคือองค์พระเยซูนั้นได้ทรงประทานการเจิมประทานความโปรดปรานประทานสิ่งดีเปิดประตูให้แก่ท่านให้โอกาสท่านและเตรียมชื่อของท่านสำหรับอนาคตที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นและเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับขอบพระคุณมากครับแล้วพบกันในคำสอนครั้งต่อไป